Ja, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu dieser wunderschönen Folge von Craft Attack. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde. Vergesst bitte nicht, dass es heute Abend um 19.30 Uhr wieder ein fresher Livestream hier von Craft Attack gibt. Also schaltet auf jeden Fall ein. Leute, ich habe gestern Abend auch nochmal spontan gestreamt. Danke übrigens nochmal an die 12 bis 30.000 Millionen Zuschauer, die dazu geschaut haben. Standard auf jeden Fall für die Revi Army, würde ich sagen, für die Insider an dieser Stelle, meine Freunde. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal das Streamgeschehen von gestern zusammenzufassen. Denn ich bin gestern Abend direkt mal zur Mobfarm gebaut und habe auf Mo gehört, was ein fataler Fehler gewesen ist. Denn ich würde sagen, schaut euch einfach mal an, was da passiert. Wie tötet man die denn jetzt hier, Mori Cave Spider? Das habe ich auch nicht verstanden. Da, wo dieser Holzzaun ist, konnte man ja diesen Block abbauen. Ja. Aber die Level fallen ja nach unten. Ich glaube, Simon hatte die noch nicht fertig gemacht, die Spin-Dings. Die können ja durch den Zaun können die ja nicht rauskommen. Nee, durch den Zaun nicht. Ja, perfekt, die sind alle rausgekommen. Echt jetzt? Ja, oh mein Gott, ich werde sterben. 35 Level. Leck mich am Arsch. Perfekt. Ich gehe drauf, Mo, ich brauche deine Hilfe. Ich kann nicht. Du kannst nichts machen hier. Verpisst euch. Geht weg, Mann. Oh mein Gott, ich werde sterben. Nein! Verdammte Scheiße, Alter! Wer baut denn sowas Behindertes, Mann? Behinderte Kacke, Mann! Oh mein Gott! Ja, ihr habt's gesehen, ich bin einfach komplett verreckt. Meine ganzen Sachen waren weg und ich hab's dann am Ende doch noch geschafft, mich da irgendwie wieder zu recovern und alles zurückzuholen, Leute. Also es war echt knapp. Ich hatte, glaube ich, noch irgendwie gefühlt 20 Sekunden Zeit, bis die Sachen weg gewesen wären. Dementsprechend war es echt eine knappe Angelegenheit. Ich hab's aber natürlich dann in meiner Profi-Manier doch geschafft, meine Sachen zurückzuholen, sodass es mir dann eigentlich wieder relativ gut ging, abgesehen von Leveln, die ich verloren habe. Dann habe ich gestern noch einen Großteil im Haus weitergebaut, Leute. Ich würde sagen, es geht erstmal eine kleine Room-Tours hier. Wir kommen hier rein. Ich habe natürlich alles repariert und ich habe gestern echt eine Menge noch gemacht, Leute. Schaut euch das mal bitte an. Es sieht auf jeden Fall echt fesch und nice. Also, das kann man nicht anders sagen, Leute, ja. Das ist ein wirklich sehr, 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 sehr schönes Haus, meiner Meinung nach. Und es macht auf jeden Fall echt eine große Entwicklung jetzt hier gerade. Hier vorne hatte ich überlegt, ein Badezimmer reinzumachen. Das passt eigentlich ganz gut, weil hier kann man so eine Badewanne hinstellen und so weiter und so fort. Und ich finde auch, dass die Fenster, die jetzt nur Richtung Innenhof gehen, eigentlich recht sinnvoll sind. Dann kann mir nämlich keiner auf meinen Pillemann gucken, wenn ich dann in Minecraft dusche. Ich glaube, ich nehme das Ganze hier ein bisschen zu ernst. Anyways, Leute, habe ich ja hier nochmal einen kleinen Balkon hingebaut. Hier kommt nochmal ein kleines Dach drüber, damit das Ding nicht einfriert. Dann habe ich hier vorne einen kleinen Gang gebaut, ja, so quasi einen kleinen Galeriegang. Und hier kommt dann letztendlich mein Schlafzimmer hin, in einem riesigen gläsernen Raum, meine Freunde. Weil mehr braucht es natürlich hier auch nicht. Da kommt dann oben schon das Dach drauf. Und ich habe ja gesagt, dass es nur ein Staffelgeschoss wird. Dementsprechend, dieser ganze Teil hier wird wahrscheinlich größtenteils aus Glas bestehen. Irgendwie schön überdacht, das weiß ich noch nicht genau. Ich bin da eigentlich relativ kreativ und versuche da einfach irgendwas Besonderes rauszumachen. Schauen wir mal, wie das aussieht. Ich habe keine Ahnung, wie hier noch Schnee hinkommt, weil hier ist ein Dach drüber. Und normalerweise kann es hier nicht reinschneien, aber irgendwie passiert das trotzdem noch. Da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen Glowstone hinlegen. Dann passt das schon. Ja, meine Freunde, und dann sind wir rüber zu Dena gegangen, denn ihr habt ja vielleicht mitbekommen, dass Dena damals unten diesen ganzen Strand hier aufgewühlt hat, nämlich diesen hier, den ich hier netterweise wieder repariert habe. Und uns allen erzählt er, dass er das nicht gewesen ist, bis ich dann sein Video gesehen habe und ihr mir alle in die Kommentare geschrieben habt, dass er es gewesen ist, meine Freunde. Und dann habe ich mich gestern Abend einfach mal mit Mo gemeinsam bei Dena gerechnet, weil Mo hatte auch noch eine Rechnung bei Dena offen. Und ich würde sagen, schaut euch das einfach mal an. Ja, Leute, also wie gesagt, Dena wird das auch sicherlich nicht persönlich nehmen oder sowas. Das ist natürlich jetzt einfach nur eine kleine Vorsichtsmaßnahme, um ihm zu zeigen, wie man mit Rohstoffen sparsam und gut umgeht, Leute. Und zwar nicht so, wie er das gemacht hat. Ja, weil das ging auf jeden Fall überhaupt nicht klar, Leute. Das hat sich Dena irgendwie selber zuzuschreiben hier, von daher. Schaut mal hier, das ist nämlich richtig schön nervig, das alles abzubauen, weil das alles unterschiedliche Materialien sind. Das ist jetzt sicherlich vielleicht für viele Leute ein wenig überzogen, die sagen, hey, das ist echt nicht cool, Revi. Aber ganz ehrlich, das hat Felix jetzt sich selber zuzuschreiben, weil er ist hingegangen, Leute, und hat mich angelogen und hat gesagt, er war es nicht, und dann habe ich es in seiner Folge gesehen und das... Nee, und ich meine, der macht sich dann einfach eine Diaschaube und dann geht es doch schnell. Ja, genau, also man soll jetzt hier auf jeden Fall nicht... Wasser muss dazu. Oh ja, Alter, warte, stimmt. Mach noch Wasser überall immer so zwischendrin rein, Mo. Guck mal, weißt du, wenn er es aufbuddelt, dann ist da immer noch zwischendrin Wasser, was dann rumläuft im Haus. Boah, das ist echt nervig. Perfekt, Alter. Und Lava. Ja, Leute, jetzt übertreibt man nicht, Alter. Jetzt übertreibt man nicht, okay? Weil morgen sind nämlich die Leute, die das jetzt nämlich hier bei mir im Chat gerade lostreten, wieder die Leute, die bei mir disliken, weil ich denen das Haus geprankt habe, Alter. Schön, oder alles, die petzen gehen. Schön alles, ja, oder die petzen gehen, genau, Alter. Schön alles abwechselnd machen. Leute, wie gesagt, das ist nur ein kleiner Warnschuss an Felix, damit er weiß, dass wir als utopische Ehrenmänner natürlich mit unseren Ressourcen sparsam und gut umgehen. Und nicht so, wie er das hier gemacht hat, ne? Ja, und mit mir schreibt eine richtige Ehrenaktion. Das stimmt. Stellen wir kein Schild hin, dass wir das gewesen sind, oder? Oder lügen einfach. Lieber Gruß, Early Boy. Dena hat sich auf der Terrasse ausgelockt, schreibt jemand. Ja, vielleicht war er zwischendurch mal wieder drin. Hast du Terrasse auch zugebaut? Nee, du? Nee, mach ich jetzt. Willst du echt? Boah, da habe ich dann aber nichts mehr zu tun, wenn er stirbt. Da habe ich dann nichts mehr zu tun, Leute. Da distanziere ich mich jetzt ganz klar von. Ich habe nur den Boden gemacht. Okay, da distanziere ich mich. Ich habe alles vorgebaut. Da muss ich mich einfach distanzieren. Tut mir leid. Also Wechsel, der sagt mir dann nicht mehr Hallo, wenn ich ins UFO komme. Der wird dich wahrscheinlich einfach umbringen. Dena ist verrückt. Der ist wirklich Wahnsinn.
er nicht, ne? Der ist vom Teufel besessen. Ihr habt's gesehen. War relativ easy, war jetzt nichts Schlimmes, Leute. Dena kann auf jeden Fall diesen Prank innerhalb von 20 Sekunden gefühlt wegmachen. Also ist jetzt nicht so, dass es hier irgendeinen Grund zum Ausrasten gibt, lieber Dena. Also wenn du jetzt hier irgendetwas in meinem Haus machst, dann haben wir beide richtig Beef. Und ich denke mal, das möchtest du verhindern. In diesem Sinne, meine Freunde, ist da überhaupt kein Problem dabei. Man muss sich da nicht großartig beschweren. Dann, meine Freunde, habe ich natürlich noch etwas anderes gebaut. Und ich würde sagen, ich zeige euch das mal ganz kurz. Ich springe mal ganz kurz hier nach unten und ins Wasser hinein, meine Freunde. Denn hier im Meer verbirgt sich nicht nur eine wunderschöne Fauna an Arten. Nein, meine Freunde, hier vorne am Meer ist auch etwas Neues entstanden. Und zwar habe ich hier vorne ein Museum gebaut. Denn ich habe gestern das Arbeitslosigkeitsmuseum fertig gebaut, Leute. Und den Fliesentisch beschworen. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt reingehen, zeige ich euch erstmal ganz kurz, wie die Beschwörung des magischen Fliesentischs gestern Abend ausgesehen hat. Bitteschön. Was jetzt geschehen wird, ist einmalig. Kaddel? Ja? Warte, ich brauche ein bisschen Ruhe. Wir werden nun gemeinsam den heiligen Fliesentisch zurückbringen. Den heiligen Fliesentisch beschwören, der für illustre Stunden bei verschiedenen Craft Attack Projekten bereits gesorgt hat. Der heilige Fliesentisch, der dafür da ist, uns auf ewig zu schützen. Der Fliesentisch, der uns die Möglichkeit gibt, zusammen über das Böse und Dunkel hinwegzugehen und uns ins Licht leitet. Der Fliesentisch, der mehr ist als nur eine Möbelstück. Der Fliesentisch, der vielmehr eine eigene Religion darstellt. Und dieser Fliesentisch wird nun beschwört werden. Zu diesen epischen Klängen des heiligen Gesangs. Kevin, tritt herbei. Die goldenen Blöcke des Fliesentischs. Der goldene Fliesentisch, wie er noch nie im Glanze erstrahlt ist, wird heute unter uns sein. Kevin. Ja? Bist du dir bewusst, Kevin, welche Epicness und welche fatalen Folgen das haben könnte, wenn wir einen Fehler machen, Kevin? Nein. Nicht nur, dass der Raum dann scheiße aussieht bei den Assis. Nein. Sondern, Kevin, dass eventuell ewige und pure Dunkelheit über uns kommt. Sieh dir an, wie wohlgeformt dieser Fliesentisch ist. Sieh ihn dir an. Ein wunderbarer Fliesentisch. Goldene Blöcke in der Mitte und wunderschöne Terrakotta-Fliesen an den Seiten. Ist dieser das ein Bruchstein? Ruhe. Dieser Fliesentisch ist das, was uns bei Craft Attack zusammenhält. Dieser Fliesentisch. Schau, Kevin, wir haben sogar Gäste. Alle sind gekommen, um zu sehen, wie der Fliesentisch entsteht. Sogar die Obdachlosen. Das hier wird unser neuer Tempel zu Utopia werden. Der neue Tempel, der dafür sorgt, dass Utopia immer, immer stärker wird. Jede Ecke symbolisiert einen Pfeiler unserer Gesellschaft. Dieser Fliesentisch wird nun aus dem Himmel auf uns herunterfahren. Kevin, bist du bereit? Ja. Den Fliesentisch in seiner ganzen Pracht zu sehen. Ja, ich bin bereit. Nun, so soll es sein. Kehre zu uns, Fliesentisch! Oh, 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 oh! Kevin, merkst du die Macht? Ja, ich kann mich spüren. Oh, oh! Ihr habt gesehen, Leute, ein unglaublich episches Szenario, was sich da gestern Abend abgespielt hat. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal ganz kurz hier ins Arbeitslosenmuseum rein. Ihr seht hier, meine Freunde, das sind unsere drei Arbeitslosen. Die haben auch alle drei Namen. Ich will jetzt allerdings nicht hingehen und den Raum hier aufmachen, um den Tempel quasi nicht in seiner Ruhe zu stören. Diese drei werden jetzt quasi für den Frieden und das Gleichgewicht in Craft Attack beten. Das sind unsere drei Brüder. Das ist einmal Ralf. Schau doch an dich, Thomas. Das ist einmal Ralf. Das ist dann noch einmal der gute Bruder Detlef. Und natürlich auch noch der Priester Herr Shakiri. Irgendein Affe ist sogar schon hingegangen, hat das Gold aus dem Tisch geklaut, meine Freunde. Also wenn ihr nähere Informationen habt und die gestern im Stream gesehen habt, dann sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Dann müssen wir uns da auf jeden Fall nochmal rächen. Ja, meine Freunde, dann gab es am Ende nochmal eine fette, fette Nummer Streit zwischen Earlyboy und Patrick und ich habe nichts gemacht. Das möchte ich hier nochmal wiederholen, meine Freunde. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht in diesem Streit. Und ich würde sagen, schaut euch einfach mal meine ganzen schwachsinnigen Einwürfe an, die ich da gestern dazu beigetragen habe. Ja, aber die Sache ist die, du hast deine Items nicht verloren. Hast du deine Items verloren? Nein, hast du nicht. Und erstens war das aber erst, du hast mich schon das zweite Mal ohne Grund getötet. Das erste Mal bei dem Fake Dungeon Prank oder was? Ja, da hast du mich auch getötet. Ja, aber es war legit, ihr habt meine Zeit gestohlen, Alter. What the fuck? Ja, du hast mir meinen allerersten Tod hast du mir gegeben. Du hast mir 6 Stunden meiner Lebenszeit gekostet. Erstmal waren es nicht 6 Stunden. Ich hab noch am Anfang, gemacht, ganz am Anfang, als du mir alles genommen hast, hab ich alles nochmal komplett neu fahren müssen. Du kamst dann an, du kannst jetzt entscheiden. Eine Sache kriegst du wieder. Ja, ja, aber du hast die Sachen bekommen. Hast du die Sachen bekommen oder nicht? Ich hab nicht alles bekommen. Ich hab nur einen Teil wieder gekriegt, nicht alles. Das hast du einmal halten. Ja, nee, will ich ja. Jetzt brauche ich es ja nicht mehr. Jetzt habe ich sie immer nochmal neu gefahren. So, Patrick, was möchtest du denn wieder haben? Ich hab nichts gemacht, Alter. Ein Bogen? Okay, Early Boy, was finde ich mich bei euch allen entschuldige? Wer verhandeln wir jetzt drüber? Warum? Ihr seid allem, Entschuldigung kann alles retten. What the fuck, Alter? Jetzt muss erstmal auch Kevin sein Wort dazu sagen, weil Kevin ist ja auch betroffen. Boah, ich weiß Kevin, nicht, ob Basti betroffen ist. Ich hab dir so viel immer gegönnt, ne? Ich verstehe nicht, warum du wegen. Was du mir das antust. Mein Stream, der kann nicht mehr geguckt werden, weil ich bin nicht mehr krass, weil ich bin so Lappen. Guck dich an, mit Steinschwert und Schild. Junge, ich hab nichts gemacht. Ja, du meinst, ich meine dich doch gar nicht, Rewe, chill doch mal. Leute, das war quasi der gestrige Stream und es war ein relativ ruhiger Stream, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich erwarte heute Abend vollständige Anwesenheit um 19:30 bei mir im Stream, Leute. Es wird auf jeden Fall wieder gut abgehen. Wir haben auf jeden Fall einiges geplant, wir haben einiges vor. Ich möchte mein Haus weiterbauen.
denke mal, dass ich wahrscheinlich heute Abend die eine oder andere Auseinandersetzung mit denen haben werde. Wie kommt hier Schnee rein? Ich verstehe das nicht. Das kann eigentlich nicht sein, weil, nochmal, hier sind überall verdammte Decken und gut, die Fenster sind nicht komplett zu. Das könnte vielleicht damit zusammenliegen. Ist auch egal, meine Freunde. Da kümmern wir uns heute Abend drum. 19.30 Uhr gibt es einen Livestream. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn euch diese Folge gefallen hat und würde mich sehr über einen Daumen nach oben von euch freuen, Leute. Und wir sehen uns dann heute Abend um 19.30 Uhr im Livestream. Macht das gut. Haut da rein. Bis dahin. Ciao, ciao.